Hallo, werte Ultimisten, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2 für den PC. Beim letzten Male hatten wir leider eine Zwangspause, was daran lag, dass privat viel passiert ist, dass privat viel los war und ich endlich mal wieder ein bisschen Zeit habe für Assassin's Creed. Und ich will ja gucken, dass ich das auf alle Fälle noch dieses Jahr, beziehungsweise, dass ich mich jetzt endlich mal dran setze und das zu Ende bringe. Und da geht es auch schon weiter mit der Hauptquest. Beim letzten Mal haben wir ja Carlo Grimaldi haben wir Carlo Grimaldi ausgeschaltet, genau. Huch. Was ist das hier? Ach so, okay, das ist nur... Ach, mit dem Schiff ein Schnellreisepunkt. Ach, und dort unten im Süden, da gab's... Okay, ich würde sagen, ich nehme den Hauptauftrag in Angriff. Werde dann nach Süden gehen, dass ich mal... Die fünfte oder die sechste? Assassinen-Siegel bekomme. Ich glaube, das sechste und letzte Assassinen-Siegel dann bekomme. Ah, stimmt, so war's. Ach, Leonardo. Da müssen wir hin. Ezio, mein Gott, du lebst! Ist es wahr, man sagt, du hättest den Dogen getötet? Ich versuchte ihn zu retten, Leonardo. Aber die Wahrheit zählt hier nicht. Ich versagte. Und nun bin ich der meistgesuchte Mann Venedigs. Nun, vielleicht hast du Glück. Es ist Karneval in Venedig. Die Zeit, in der jeder Mann sein Gesicht versteckt. Darum bin ich hier. Hast du eine Maske, die ich tragen könnte? Natürlich, natürlich. Irgendwo hier drin. Grazie, amico mio. Und ich habe etwas für dich. Oh, mehr von dem Kodex. Aha, sie sieht sehr komplex aus. Eine neue Zeichnung, mein Freund. Ein Mechanismus für das Gelenk, aber keine Klinge. Es scheint womöglich eine kleine Feuerwaffe zu sein. Aber so klein wie ein Kolibri. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Bauen wir sie und finden es heraus. Wissen ist Macht. Dem Umgang mit der versteckten Klinge angebrachten Pistole üben. Die Benutzung der Pistole erlernen. Oh. Ja. Oh, Karneval Venedig. Beste Zeit von Venedig. Das könnt ihr mir glauben. So, was drücken, um... Achso. Falsche Taste. Wie gesagt, es ist lange her. So. War ja auch pausebedingt. Ja, jetzt. Ach da, ich dachte gerade schon. So. Der ist wohl vor. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es jetzt nur drei Attentatsziele. Und das war's dann schon. Du hast mir sehr geholfen, Bruder. Aber gerne. Doch sicher bist du nicht zurückgekommen, um mit neuen Spielzeugen zu gehen. Geht es um diesen schrecklichen Dogen, der eingesetzt wurde? Marco Barbarigo?
Dann wirst du mit deinem Freund Antonio sprechen müssen. Ich habe ihn in letzter Zeit häufiger bei gemeinsamen Freunden gesehen. Dort würde ich ihn suchen. Im Bezirk Dorsoduro. Im Süden. Frag nach Schwester Theodora. Schwester? Naja, irgendwie schon. Ja, Schwester. Und Ezio, du darfst dir heute auf keinen Fall Waffen tragen. Grazie, Leonardo. Jetzt wegen der Maske. Das Phantom der Oper. So, wissen wir es macht. Marco Barbarico und Dante. Genau, unsere nächsten Attentatsziele. Beziehungsweise Marco Barbarico auf alle Fälle. Aber jetzt muss ich gerade überlegen. Ups. Ach, komm schon, was soll's. So. Marco Barbarico ist das nächste Ziel. Dann kommt noch Dante. Und noch jemand. Oder geht das schon langsam, aber sicher zum Ende hin? Boah. Muss mich erstmal wieder einfinden mit der Steuerung. So, okay, das war jetzt richtig Rennen. Beziehungsweise Freirennen. Es ist irgendwie schon ein bisschen anders mit rechter Maustaste und Leertaste zu Dingens hier zu spielen. Ah, da. Anstatt irgendein Assassin's Creed-Teil, den man mit, ja, den man mal antestet und man rennt, also gleich freies Umherlaufen mit der Shift-Taste. Und ich die Shift-Taste drücken will, was aber eigentlich interagieren ist und leicht stoßen und ja. So. Ach, Shift. Und eine Codex-Seite, sehr schön. Warte, würde ich sagen, holen wir uns das nächste Assassinen-Siegel. Wenn es geht. Oder vielleicht wie... Oh Gott. Wenn ich erstmal das Gebiet hier aufdecke. Ah, ein Schneider. Mal gucken. Beutel. Ja, das kann ich auch noch gebrauchen. Und ansonsten Kleider färben. Venezianisches Azurblau. Venezianischer Wein. Hab Dank. Bis zum nächsten Mal, Herr. Hm. So, wo gibt's hier eigentlich einen Aussichtspunkt? Dort hinten. Ja, aber hier müsste es doch auch einen geben. Das könnt ihr mir doch nicht weismachen, dass es hier keinen gibt. Aber so wie es aussieht... Boah, das ist echt ungewohnt. Rechte Maustaste zu drücken und Leertaste für freies Laufen. So, dann mal hier hoch. Wenn es geht. Und es geht. Ach, stimmt ja. Ach, hier.
glaube, das ist jetzt wirklich das letzte Siegel und das will ich jetzt haben. Das Geheimnis der... Was? Visitazione. Das Rätsel der Katakomben von Visitazione lösen und das Assassinenfiegel finden. Habe ich Assassinenfiegel gesagt? Assassinenziegel finden, das darin versteckt ist. Herrgott nochmal. Warnung, Sperrgebiet. Ich bin mir jetzt allerdings... Okay. Unsicher, wollte ich sagen. Mein aber... Das ist ein einziger... Parcours. Da bewegt sich etwas in diesem Heuhaufen. Setz dich wieder hin. Wir sind mitten in einem Spiel. Ach, nein, nein. Diesmal war da was. Ich weiß es. Das sagst du doch jedes Mal. Du hast recht. Da war was in dem Heuhaufen. Du Waschlappen. Deine Witze sind langweilig. Das ist kein Spaß. Ich hätte sterben können. An Ratten? Du nimmst unsere Arbeit nicht ernst. Ein Fehltritt. Einmal den Rücken in die falsche Richtung gewendet. Und du bist tot. Okay, das war so ein Parcours. Lass mich doch! Schneller! Lass mich doch! Abbiegen. Ah, shit. Ah, gut. Wenigstens wartet er auf einen. Ich glaube, ich bin entkommen. Lasst mich doch! Was auch immer das hier bringen soll. Ich muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Aber ich glaube kaum, dass man ihn hier... Ach komm schon! Lasst mich doch! Ich glaube, ich bin entkommen. Ernsthaft? Ich würde gerne die Erinnerung neu starten, aber nicht die Erinnerung abbrechen. Alter, da backe ich mich fest. Und vorhin gab es schon wieder ungefähr fast ein 200 Megabyte Update für Assassin's Creed 2. Wenn man das Spiel starten und was ist, zack, wird erstmal 200 Megabyte mit einem 200 Megabyte Patch hier das Spiel gepatcht. Oder sowas. Na, also Ubisoft, da müsst ihr euch mal ein bisschen anstrengen. Beziehungsweise, ja, was heißt anstrengen? Was sämtliche Assassin's Creed Spiele spielbar machen, zum Beispiel den 1er, den kann ich ja null auf meinem PC spielen. Auf dem alten ging das ja, dann hat's aber geruckelt. Spiele ich das auf dem 9, da bleibt alles hängen, wenn ich was einsammle. Was ich ziemlich kurios finde. Und der Zweier, der ist ja hier ein bisschen buggy. Aber ich glaube, am allerschlimmsten ist, glaube ich, Assassin's Creed Unity, so verbuggt wie das ist. Und von Syndicate, naja, erwarte ich auch nicht viel. Da bewegt sich etwas in diesem Heuhaufen. Setz dich wieder hin. Wir sind mitten in einem Spiel. Ach, nein, nein, diesmal war da was. Ich weiß es. Das sagst du doch jedes Mal. Du hast recht. Da war was in dem Heuhaufen. Du Waschlappen. Deine Witze sind langweilig. Das ist kein Spaß. Ich hätte... Oh, warte mal. Da ich ja jetzt... Leck mich, die Pistole habe, darf ich die nicht einsetzen. Lasst mich doch!
Lasst mich doch! So, links abbiegen. Ja, aber nicht so. Lasst mich doch! Schneller! Schneller! Lasst mich doch! Boah, also ich muss schon sagen, die Steuerung macht mich gerade hier so ein bisschen fertig, ne? Muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Ja, die Steuerung macht mich gerade echt fertig hier. Alter. Bevor er mich tötet. Vor allem stand er gerade packend dran. Waffen! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Nein, 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 nein! Ich werde verfolgt! Haltet ihn! Man kann es schaffen! Wirklich, ohne Scheiß, man kann es schaffen, ohne dass er die Wachen ruft. Und ich glaube, ich habe es schon vergeigt. Ah, nee, ich will erstmal diesen Rohling da ausschalten. Ich sagte den Rohling! Okay, wie war kämpfen? Ja, so, das ist klar. So. Okay, wie habe ich den nochmal Blatt bekommen? Das Volk wird San Marco füllen, um zu sehen, wie der Maestro dich auseinandernimmt. Na, das war zu spät reagiert. So. Kannst du mich da drin eigentlich hören? Nein! Au. Okay. Ich habe vergessen, bei diesen Rohlingen kann man ja nicht kontern. Da muss man anscheinend mit Dauer angreifen. Oder wieder die falsche Taste. Hab ich? Ja, hab ich. Oder man macht das so mit einer Rauchbombe. Und kriegen zwei Rauchbomben, das finde ich schon mal sehr gut. Boah, wie ich mich die ganze Zeit hier verdrück. Ich wollte gerade sagen, okay, haben die da was geändert? Mit dem Inventarsystem hier gerade, wenn man da was bekommt? Oder ich habe das wirklich echt lang nicht mehr gespielt. So. Nee, jetzt geht das los. Und da möchte ich auch etwas zeigen hier in diesem Gebiet. Und zwar ist mir das mal beim Spielen passiert. Ich weiß nicht beim wievielten Male. Hier schwimmt nämlich ein Seeungeheuer rum. Und ich bin mir echt unsicher, ob das Seeungeheuer auftaucht.